großartig. Ich bin ganz begeistert. Also von vorne bis hinten genial. Wir haben wahnsinnig die Buhrufe übertönt, die wenigen, die, glaube ich, irgendwo gewesen sind, weil wir es eigentlich gut fanden. Die Inszenierung fanden super. Jetzt. Die Inszenierung. War sehr eindeutig, weil es ist ja sehr schwer, das Ganze. Und ich fand es sehr, erklärend. Ja, also das war schon seit langem eine der besten Premieren, die ich hier erlebt habe. Ich fand besonders gut, wie das Stück so viele Menschen auf die Bühne gebracht hat. Die vielen Chöre, die vielen Statisten und das einfach sehr gut inszeniert in dem Gesamtkonzept. Das hat mir sehr gut gefallen. Generell, das Bühnenbild hat mich heute echt umgehauen. Das ist schön, das zu erleben einfach, auch erleben zu dürfen. Also die Sänger und Sängerinnen sind fantastisch und natürlich der Chor. Der Chor ist wie immer superb. Wspaniały chór i w ogóle wszystko. Ja, und ich fand die Bühnenbildlösung gut. Mit so einer großen Bühne umzugehen, so einen großen Raum zu schaffen und diese schnellen Bildwechsel und so weiter, das hat mir schon sehr gut gefallen. Wie die Serie House of Cards. Also diese Intrigen, Politik, Macht, Missbrauch, ja. Bis zum Schluss immer was Neues quasi neu herauskam und dass manche Rollen dann erst erfahren haben, dass sie quasi die Tochter ist und so weiter. Also ich fand, dramaturgisch war es auch sehr gut. Ja. Ich fand es insgesamt irgendwie relativ inspirierend. Ja, eine sehr gelungene Geschichte und vor allen Dingen auch die Leitung des Orchesters hat mir sehr gefallen. Es war musikalisch beeindruckend, auch das Orchester. Es ist wirklich eine Höchstleistung, ganz was Besonderes. Also hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja, und die Sänger sowieso, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Sänger waren absolut top.